Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, wie immer in 21 zu 9. Und wie angekündigt, müssen wir auch gegen den kämpfen, damit wir für Lisa ein bisschen Material haben, solange wir die Beeren nicht kriegen und finden. Und ich würde auch mal gleich mal gucken, wie in Kea, ob ich vielleicht eine andere Waffe craften sollte. Was macht am meisten Sinn? Alpha direkt drauf? Nee, Ember Auto-Aim. Ember Auto-Aim. Könnte ein Spruch werden. Na, ich. Selbst wenn man dazwischen schießt. Aus. 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 Ja, jetzt hat sie mich. Und zack. Oh. Oh. 1300 sehe ich da. 1300 Schaden. Wir haben ja in der letzten oder vorletzten Episode haben wir. Ja, komm schon. Haben wir bei Ember ein bisschen ausgetauscht, mehr auf Elementarkunde. Ja. Gut, der Elektrohypostase war auch jetzt nicht so ein krasser Gegner. Nehmen wir das hier. Und das ist heftig, wenn wir diese Aufladeattacke machen. Ah, jetzt müssen wir springen. Ne, wir müssen laufen. Das Schutzschild ist zu Ende gegangen. Das ist echt ein Unterschied. Das merkt man definitiv. Deswegen farmen wir so viel. Ohne Farmen können wir nicht stärker werden. Auch wenn mir klar ist, dass die letzten Episode alle so ein bisschen in Anführungszeichen langweiliger war. Aber wie gesagt, ich zeige halt euch alles im Game. Auch wenn es mal länger dauert. Ohne irgendwelche Skips oder so. Also von daher verpasst ihr halt auch einfach gar nichts. Ja, ich bin. Ach, habe ich getroffen. Zack. Ja, das Problem bei Emma, ich muss die Attacke dann auch dingsen. Ah, ich dachte, ich krieg das hin. Dass sie die Superattacke schnell aufgeladen kriegt, würde mich noch interessieren. Aber ich glaube, die Items, die diese Aufladerate erhöhen, das bezieht sich eher, weil ich diese ready habe unten rechts in dieser Anzeige. So. 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 Ups. Gut, dass ich ein Schutzschild habe. Zack. Zack. Jetzt lohnt sich das Aufladen richtig, weil das Auto-Aim gibt nur 100, 200 Schaden und wenn ich auflade, was 2, 3 Sekunden länger dauert. Ah. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schutzschild geholfen hat. Macht dann direkt 1000 Schaden. Ei. Wo, 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 da. Ich muss aufladen. Oder? Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich weiß es nämlich nicht. Ich vergesse es immer wieder. Zack. Zack. Nein! Nein! Es ist gerade despawned. Das Timing war blöd. Wie sieht es mit der Puppe aus? Das muss man auch einmal ausprobieren. Will jetzt vielleicht nicht gegen den hier. Aber wenn ich gegen andere Gegner mache und dann diese Wechselwirkung mache und dadurch diese Elementarkunde richtig nutzen kann. Oh, daneben. Ja, so, jetzt haben wir es. Bam! Alter, der hat noch so ein Zipfelchen Leben. Zack. Zack. Hätten wir noch die Sachen, die wir für einmal brauchen, weil dieses Wanderarzt, ach nicht Wanderarzt, dieses Orchester oder keine Ahnung, wie das Ding hieß. Wenn wir vier Set haben, vier Teile pro Set, dann wäre es natürlich besser. So, Blitzprisma hatten wir eh genug gehabt. Das hier hat uns ja gefehlt. Auch wenn wir es herstellen können. Blitzopfer verringert die Dauer der Beeinträchtigung durch zusätzliche Elektroattribute. Gut, Figuren, EP. Wir sind halt immer noch dabei, Level Up. Zu, also Abenteuerstufe Level Up zu Dingsen zu erreichen. Achso, hä? Ich will es nicht verfolgen. Also, ist, nee, auf der Karte wird es immer noch angezeigt. So. Keine Ahnung. Aber es war schon ein Unterschied mit Ember, muss man sagen. Mit Kea wollte ich mal noch was nachschauen, mit der Waffe zum Beispiel, weil die ist eigentlich nicht so schlecht, nur irgendwie, ja,
da fehlt mir noch so ein bisschen was. Ne? Artefakten. Genau, wir haben ja Glückspilz, um Verteidigung 100 zu erhöhen, aber irgendwie, ja, halte ich nicht mehr für sinnvoll. Changen wir das ein bisschen. Was hätten wir denn jetzt? Erhöht Aufladerate um 20%. Das wäre die Ulti zum Beispiel. Ah, okay. Es erhöht den aktiven Heileffekt der Figur um 15%. Wäre nicht schlecht, nur ich weiß halt nicht, ob es Charaktere geben, die von Haus aus sich heilen können. Dann würde ich das dann eher diesen Charakter geben. Wobei der ist auch Nahkampf. Eigentlich müsste er sich auch heilen. Erhöht KT um 12%. LP 1000. Elementarkunde. Ja, weiß ich noch nicht. Ja, eigentlich ist es auch nicht schlecht wieder. Nur, ich gehe halt sehr offensiv. Vielleicht doch was anderes. Das nicht. Also von den Blumen haben wir wirklich nicht so viele gute Sachen, habe ich so einen Eindruck. Aber na gut. Die sind wir auch ein bisschen am Farmen. Erhöht den Angriff um 18%. Das ist Wagemut. Wie sieht es hier aus? Erhöht den mit Standardangriffen und heftigen Schlägen verursachten Schaden um 15%. Kampfkünstler. Wagemut. Wagemut. Na, haben wir echt nichts? Kampfkünstler. Okay, wenn wir nicht haben, dann können wir Wagemut machen hier, ne? Kampfkünstler machen. Ach, nicht verstärken, ich will das anlegen. Ah, jetzt muss ich es nochmal anklicken. Was hat der hier? Abenteurer, genau. Warte, was war hier? 60 Angriff geht ein bisschen runter, das können wir ausgleichen. Wagemut und Kampfkünstler suchen wir. Nö. Nö. Alter, wir haben echt nichts in dieser Richtung. Kampfkünstler, das haben wir. Ja, okay, haben wir dieses Kampfkünstler mit einem 15%. Ist das ganze Zeit so? Weiß ich gerade nicht. Okay. Was ist mit vier Teilen eigentlich? Standardangriffen, Anwendung von Elementarfähigkeit 8 Sekunden lang und 25%. Okay, das klingt schon nicht schlecht. Das andere war Wagemut. Erstmal hochscrollen, eine halbe Stunde. Wagemut. Ausbilder. Kampfkünstler könnten wir machen. Mache ich erstmal. Vielleicht mache ich da ein Vierer-Set raus. Wagemut. Kampfkünstler. Ah, sieht nicht gut aus. So, so, so. Naja, es sieht echt nicht gut aus. Dann würde ich das so lassen, wie ich es jetzt habe. Und würde dann dieses Berserker-Ding suchen. Feueropfer. Die haben immer nur sowas, ne? Naja, gut. Gelehrter. Berserker. Uns fehlt echt, um die Sets komplett zu machen, ne? Kampfkünstler, das hier. Okay. Haben wir vier Teile, dann haben wir ein bisschen mehr Schaden. So, jetzt müssen wir aber aus Ausgleich erstmal gucken, was können wir verstärken. Wagemut lasse ich jetzt erstmal, weil ich weiß nicht, ob ich jemals diesen Set vollkriegen werde oder möchte. Wie sieht es hier aus? Kampfkünstler. Haben wir Angriff? Haben wir ein bisschen weniger gehabt jetzt? Wir hatten, glaube ich, 65 oder so. Jetzt haben wir weniger. Dafür alles andere nochmal extra. 54. Bleiben wir lieber bei 2-Sternen-Items. 78 und die Prozente. Also ist das jetzt schon wieder nicht nur ausgeglichen, sondern stärker. Bonusattribut. Kritischer Schaden. Das ist noch besser für Kea. Soll ich den auf Stufe 10 hochmachen? Ich denke schon. Ich denke, ich mache den bis Stufe 10, wenn das mit zwei Stufen Dinger noch geht. Weil wir haben schon sehr viel verbraucht in letzter Zeit, in den letzten paar Episoden.
Keia ist mir jetzt langsam ein bisschen zu schwach geworden. In manchen Situationen ist mir halt aufgefallen und dann, na komm, machen wir es einfach. LP hat er. Ah, okay. 149, sogar zweifach Verstärkung. Ist da gerade so ein Event verdoppelt oder hatte ich einfach nur Glück? So. Wir machen fast 100 Angriffe mehr und dann die Prozente und die Attribute und den kritischen Schaden. Also das ist doch nice auf jeden Fall. Bei denen war das Dings, haben wir, genau, das wollte ich. Die 4 Sterne möchte ich lieber eher zuerst upgraden. Weil die haben auch mehr Attribute von Haus aus und ja, ich denke, das lohnt sich auch mehr. 11% LP schon. Ah, keine 2-Sterne-Items mehr. Huhu. Würde ich, glaube ich, aber machen. Bis 5. Was würde denn als nächstes opfern? Ja, komm, mache ich es trotzdem. Dann geht uns die Auswahl ein bisschen flöten. Ah, ich glaube, wir müssen noch eine Stufe erreichen für ein Attribut, ein zusätzliches. Genau, 200 Gramm. Lassen wir das auch jetzt erstmal. Aufladerate 5,2%. Ja, why not? Okay, den Rest brauche ich nicht mehr zu gucken wegen Upgraden, weil wir haben die Materialien nicht mehr oder nicht mehr bis Stufe 2. Wie sieht's aus? Angriff 188. Ich glaube, das ist. Also, ich sollte vielleicht hier gucken. Angriff 543 ist ein bisschen mehr geworden. Ich glaube, wir waren vorher bei 250 so um den Dreh. Elementarkunde aus da. Ja, ich würde mal sagen, ist okay. Ich hoffe es mal zumindest. Basisangriff. Ja, gut. Okay, wie sieht die Karte aus? Mastgrift haben wir. Wir haben das hier. Die Hypostasen. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal endlich das in Angriff nehmen. Ich würde diesen Teleporter gerne haben wollen. Da ja Ember ja stärker geworden ist, oder ihr habt ja gesehen, Ember macht jetzt ein bisschen mehr Schaden als üblich. Macht das vielleicht sogar mehr Sinn? Achso, da kommen wir ja nicht weiter. Warte, welche Richtung müssen wir dafür hin? Ich muss erstmal gucken, ich war schon ewig hier nicht mehr drin. Ne? Ach ja, genau. Das könnten wir machen, tatsächlich. Das war diese Mission. Schon lange aufgeschoben. Das hier. Lange aufgeschoben. Öffne das Auftragsmenü, um Hinweise zu sehen. Okay, keine Ahnung. Genau, hier müssen wir nicht diese Herausforderungen schaffen. Wir waren einfach viel zu schwach gewesen damals. Mittlerweile haben wir viel gefarmt, upgradet und so weiter und so weiter und so weiter. Vielleicht haben wir jetzt bessere Chancen. Ja, Paimon ist ein bisschen zu kalt. Ach so, jetzt überlege ich gerade, macht es denn Sinn, Noelle zu behalten? Noelle macht nicht so viel Schaden. Aber dafür hat sie ein Schutzschild drauf. Aber ich denke, es macht doch Sinn, die Dings zu nehmen. Die Ningguang. Schutzschild und die Ulti. Allein wegen der Ulti. Und wenn ich immer diese Attacken einsetze, kommt dann diese Diamanten, die dieses Schutzschild auch verursachen können. Also ich denke, das hier wäre so besser. Ja, schauen wir uns das mal an. Gucken, ob wir Erfolg haben werden oder nicht. Nehmen wir die Puppe zur Ablenkung. Ja. Ich wollte vorher springen, aber wollte die Puppe nicht sehen. Zack. Zack. Die Eisdinger kriege ich auf jeden Fall aus. Alter, ich kann mich nicht bewegen an diesen Felsen. Ich bin irgendwie stecken geblieben wieder. Die müssen das fixen. Also die Dinger kassieren auf jeden Fall mehr als damals. Obwohl die Weltrangstufe 3 jetzt sind. Ich glaube, damals waren sie 1 oder 2. Weiß ich nicht. Lol. Der hat sich da irgendwie. Okay, laufen wir zu denen. Oh lol, was habe ich denn betreten? Uff, Alter, könnt ihr mal aufhören? Alter, ich kann mich nicht bewegen. Bodyblock des Todes. Ich
kann aber, ich will hier nicht reinlaufen, wenn da so ein Kreis ist. Ganz ehrlich. Ulti einsetzen bitte, Ningguan. So, Alter. Das war eine schwere Geburt. Nur dahin zu kommen, habe ich fast zwei Charaktere verloren. Kannst du mal auch bitte den unten mal anhitten? So. 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 Hab den. Hoffentlich. Ja. Ich finde die Map halt wirklich ein bisschen nervig. Ah, nein, ich wollte nicht nochmal. Alter, man friert immer so schnell ein hier. So. Wir haben 7 von 14 erst. Na komm schon, Puppe. Wenigstens die Puppe haben, bevor ich halt drauf gehen sollte. Tor. Ach, nee, Moment, fokussiert immer jemand anderes. Das ist ein bisschen blöd gerade hier. Hat auch nicht Unrecht zwar, aber... So. Es geht auf jeden Fall besser mit den Eis, nur ich laufe halt richtig blöd durch die Gegend. Alter, der ist wieder hoch. Ach, Lisa's ready. Kann man ja auch machen. So. Ist mir jetzt egal, dass ich getroffen werde. Holy shit, ist mir kalt. Ist mir kalt. Ich habe dieses Quarz aufgehoben. Wieso ist mir immer noch kalt, Alter? Ach, jetzt bin ich schön reinge... Das einzige Blöde ist, die springt immer so gerade runter. Alter Schwede. Was soll das denn? Sowas regt mich gerade richtig auf. Tod. Ich würde hier einen Moment drauf gehen. Alter. Das regt mich gerade richtig auf. Holy shit. Eigentlich wäre das doch so easy machbar. Warum ist das denn jetzt wieder so eine Katastrophe gewesen? Moment mal. Ich habe keine Lust, immer Essen dafür zu investieren. Deswegen heilen wir uns nochmal. Versuchen wir es auf ein neues. Es lief doch so gut, nur ich konnte mich halt wirklich 20% der Zeit mich nicht richtig bewegen oder mich so bewegen, wie ich will. Warte, habe ich alle geheilt? Immer drauf achten, weil manchmal drücke ich zu schnell und dann ist nicht alles geheilt. Den haben wir genommen. Holy shit, ey, was war das denn wieder? Das Problem ist halt alles in dieser Eisschollen und so weiter. Da kann man sich so schlecht bewegen. Also ich muss da wieder runter für. Genau, das müssen wir auch noch machen. Komm schon, zack. Ja, Protokoll zur Seriennummer HU7300232,23.23. Ah, ich weiß, die muss man auf jeden Fall auch besiegen, aber da gibt es scheinbar so eine Reihenfolge für. Ist hier noch so eine Fackel? Ah, wahrscheinlich muss ich dann hier fighten. Egal. Versuche ich die Herausforderung nochmal, sobald ich aufgetaut bin. Und ich nicht brenne. Das Problem ist, es ist einfach kalt hier. Alter. Man muss durch diese Eisscholle laufen. Das ist halt ein bisschen nervig. Achso. So. Kurze Überlegung. Ich würde sagen, wir essen etwas für die Stärkung. 320 Punkte und ihr KT um 10%. Ja. Wobei, das hätte ich auch machen können. Ist aber nicht viel stärker. Was ist das hier? Kürschaden. Pyroschaden. Würde ich glaube ich sogar machen. Was ist hier? Kryo-Widerstand. Machen wir beides. Ich würde gerne wissen, ob das hier auch funktioniert, wenn man auf dem Berg ist. Man wird ja kalt und so weiter und immer erleidet man Schaden. Ob das auch ein bisschen langsamer ist oder weniger Schaden ist oder so. Und das hier. Lisa definitiv. Ach, Lisa sage ich. Amber. Lass mich das Ding aktivieren. Klar.
Holy shit. Ich hab den one-hitted? What the fuck? Ich hab den one-hitted? Alter. Zack. Ach, ich hasse das hier. Alter, ich bin schon wieder eingefroren, bin aber nicht getroffen worden. So, jetzt muss ich aber leider hier laufen. Alter. Könnt ihr aufhören, meine... Ey, wenn das jetzt wieder so losgeht, da habe ich echt keinen Nerven mehr für. Ganz ehrlich. Jetzt wird mir kalt. Aber hier sind über diese Dinger, die runterfallen. Zack. Alter, könnt ihr aufhören? Alter, was trifft mich denn da die ganze Zeit? Alter. Mir geht gerade die Herausforderung wieder tierisch auf den Nerv. Das kann nicht so schwer sein jetzt. Ohne Flachs. So. Ich muss jetzt Ultis einsetzen. Ich muss halt aufpassen, dass ich mich nicht treffen lasse. Zack. Zack. Alter, beweg dich nicht. Die wollten sich gerade resetten. So. Ulti. Ulti. Und schön das richtige Element einsetzen, um die runterzuhauen. Zack. Ah, die halten noch ein bisschen mehr als gedacht. Okay, ja, komm. Auch wenn ich dabei Schaden kassieren werde. Holy shit. Ich sehe gar nicht meine Ulti. Lieber den hier attackieren. Amber hier. Die soll zur Ablenkung da sein. Okay, er ist ein bisschen stärker geworden. Der macht jetzt nicht diese 100, 200 Schaden da in diesem Bereich, sondern jetzt 300 noch was. Zack. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wir haben noch keine Zeit mehr. Erstmal sein Schutzschild weghauen. Zack. Kann mir das jemand erklären, wieso ich auf einmal Sachen one-hitte? Holy shit. Der hatte doch noch voll viel Balken gehabt. Was hat denn den gedamaged? Also ich sag nicht nein, aber ich möchte es gern verstehen, damit ich das gezielter machen kann. Ist das wirklich dieser kritische Moment? Das ist, hä? Irgendwie, das ist jetzt... Moment mal, Artefakten. Details Artefakten. Je höher der Wert der Elementarkunde ist, desto stärker ist die freigesetzte Elementarkräfte. Ja, okay. Je höher erhöht den mit den Reaktionen verdampfen und schmelzen versuchten Schaden. Ja. Erhöht den mit Reaktion überladen, Superleiter unter Strom. Ja. 50%? Okay. Eisbrecher. Ja, okay. Erhöht den abzuhaltenden Schaden aufgrund Kristallisation entstandener Schild. Ja, okay, aber. Kritischer Treffer 0, kritischer Schaden 14. Gegen Kryo. Schadenbonus 0. Hm. Das ist interessant, ey. Das hat jetzt schon... War jetzt so ein Game Changer bei 2-3 Gegner. Alter. Irgendwann. So. Gute Truhe gefunden. Okay. Okay, die gibt's ja auch noch. Holy shit, irgendwann einfach. Zack, zack. Zack. Also dieses Auto-Aim mit der Attacke, finde ich, sieht richtig nice aus. Nur leider machen die mich ein bisschen kalt. Na komm schon, irgendwann soll den attackieren. So. Komm schon. Wo ist der Dings? Beide besiegt, okay. Jetzt ist mir halt natürlich wieder kalt. Kurz warten.
Genau, und in diese Richtung. Jetzt. Oder? Kann ich das jetzt machen? Ja. Weil ich wusste, das muss irgendwie eine Falle sein. Und wir hatten ja letztens, oder damals, als wir hier waren, ja geguckt, so, ja, wie können wir dieses Fragment auftauen? Was, wovon ist halt abhängig? Das sind ja drei Tore, also drei Fragmente, aber um das Ding hier zu öffnen, waren ja drei Schilder. Feuer. Ja, ja, ja. Kurz warten, bisschen auftauen und hopp. Jetzt da hoch. Können wir da jetzt irgendwas machen? Nö. Hier nicht. Hier nicht. Weil wir brauchen hier diese Quarzdinger, die ich leider wieder nicht aufgehoben habe, aus irgendwelchen Gründen. Und das aufzutauen. Ah, okay, da ist gar kein Schild mehr. Habe ich eben falsch geguckt. So. Kurzer Augenblick warten. Na komm schon, irgendwann. Triff richtig. Weil es dauert so ein bisschen länger, aber naja, gut. Genau, diesen Quarz nehmen wir und den schieben wir dahin. Genau, das reicht aber halt nicht aus. Da hinten ist auch noch so ein Quarzding. Catch the wind. Na komm schon. Zack. Jetzt hier, wir müssen halt immer rushen so ein bisschen, weil das ist ja vergänglich. What's the hurry? Ja, 50% haben wir weg. Achso, genau, da hinten war so ein Quarz noch. Ah, ich bin nass, deswegen wird mir wieder schnell kalt, sehe ich gerade da unten. So. Amber. Genau, da oben ist dieser Quarz. Den zerstören, den dann wieder hinsetzen. Und dann. Ach, komm schon, irgendwann. Fehlt uns noch irgendwo ein Kristall? Ja, komm schon. Genau. Ich meine, hier oben irgendwo war da noch eins. Erstmal wieder uns aufheizen. Schauen wir uns das mal da oben an. Falls ihr die Episode verpasst haben solltet, wo wir schon mal hier waren vorher, ich weiß nicht, das war zu Folge 40 herum oder so, könnt ihr oben rechts auf das Igel-Symbol klicken bei YouTube, dann kommt ihr auf die Playlist auf jeden Fall. Wir waren damals zu schwach, unerfahren und sonst was, deswegen haben wir die Mission lange nicht mehr weitergespielt. Dann kam natürlich noch ein Event dazwischen und hier und da mal was und schon, ja, sind über 100 Folgen dazugekommen. Ja. Was ist das denn? Falten wir das mal ein bisschen. Achso, das sollte ich auch mal aufheben. Oh, sein Schild hat gut geblockt. Bam! Bam! Die sind auf jeden Fall ein bisschen stärker geworden. Zack! Och man, der hat das voll gedodged. Ach, nicht die Puppe. Was ist mit Ningguang? Ist es besser so? Ja, mittelmäßig. Zack, 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 zack. Zack, komm schon. Na komm schon. Manchmal dauert das dann unnötig lange, wenn es gegen Ende geht. Immer schön die Superattacke machen. Wir stehen schön in den Fackeln. Damit uns nicht kalt wird. Okay, das war's. Nur jetzt möchte ich gerne gucken, ob hier hinten was ist. Der eine Quarz. Oh, Alter.
Der eine Quarz hier fehlt. Müssen wir weiter nach oben für? Nee, bestimmt nicht. Es kann nicht so weit weg sein, weil sonst... Autsch. Wie viel Schaden mache ich gegen den Typen da? Wenn ich treffen würde. Okay. Hier die Puppe zur Ablenkung. Ja, jetzt geht ihr, ne? Jetzt geht ihr. Tschö. Okay. Da ist noch was Rotes am Leuchten. Ah, ne, das war auch eine Fackel. Das ist echt gerade ein Problem. Ich denke, das werden wir aber auch erst in der nächsten Episode auflösen. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, weil so supportet ihr mich am besten. Ihr müsst meinen YouTube-Kanal nicht heraussuchen, meine YouTube-Videos müsst ihr nicht heraussuchen. Ihr könnt das Glockensymbol klicken, weil dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich einen Stream starte, denn ich streame auf YouTube, nicht auf Twitch. Dies wird normalerweise auch auf meine Social-Media-Kanäle angekündigt, die findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, egal, Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches. Ich versuche sie in der Regel immer zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.